Ich habe einen von diesen Dingen getötet. Bringt nichts, die kommen wieder. Ja, da ist auch schon ein zweites. Ja, aber dann bringt das doch gar nichts, was ich hier gerade... Bringt auch nichts, deshalb sage ich, hier müssen wir besser ausgerüstet für sein. Ach scheiße, jetzt bin ich an der falschen Seite, egal. Eigentlich können wir noch nicht in Corruption, ja. Das mache ich auch noch nicht. Obwohl, mittlerweile sind wir gut genug ausgerüstet. Ja, ja, meinst du? Sagt der Mann mit der Nase. Ja. So. Jetzt bist du auch so ein Klickwütiger, ne? Wo bist du denn? Andere Richtung, andere Seite Richtung da. Einfach. Okay, ich komme mal zu die Spall. Ah, die Münzen müssen wir einsammeln. Wie lange man hier läuft. Alter, alter, alter. Platsch. Und da ist schon der erste Krater, wo wir rein können. Diesen Ebenstone können wir uns noch nicht abbauen, da brauchen wir erst eine spezielle Spitzhacke für. Nämlich die unheilige... Boah, ich bin schon mal bei unserem Haus. Die unheilige Spitzhacke, glaube ich. Nichts ist ihm heilig. Nee. Oh, da war eine Taube. Okay, der Krater hier war schon mal fail. Aua, 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 aua. 88 Leben krieg ich gerade abgezogen. Bitte heilen. Bitte heilen. Was heilen? Ja, ich habe nur noch 13 Leben. Bist du hier, bist regenerierst du das? Aua. Aber nicht, wenn ich dann auch noch dummerweise gegen Slime. Doch, die Slimes können nix. Sagte er und wurde in die Hälfte gekürzt. Ach, ich hatte das nicht gesagt, du hast es gesagt. So, ich muss hier einfach besser aufpassen. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Nein, 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 nein. Nein. Doch. Schau mal, ich habe keine Hände mehr und keine Arme. Und hä? Ich komm mal, ja, ne? Wieso bin ich denn da? Ich verkauf mal kurz ein bisschen Ramsch. 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 Follow. Nee, okay. Jetzt habe ich meine ganzen Münzchen wieder eingesammelt. Boah, ich fühle mich gerade wie bei so einem Jump and Run Spiel. In so einem tiefen See. Ja, so einen tiefen du See. Hast doch deinen Haken. Ja, okay. Okay, ich glaube, ich habe mein Zielort erreicht. Ja. Ja. Dann warten wir auf dich, wenn du kannst. Ja, auf mich. Warten wir auf dich. Oh, wie scheiße langsam ich einfach nur bin. Ich brauche meine Sprintstiefel. Was erwartet einen jetzt? Eine Menge fiese Typen. Ich hab was verfault. Oh!
Was bist du denn? Ein fieses Vieh. Was ist das denn? Guck drauf, dann weißt du, wie das Ding heißt. Ich glaube, das willst du nicht wissen. Seelenfresser! Ja. Nein! Cool, dort ist es ein Verderbensgoldfisch. Oh! Bleib mal kurz am Leben, ich komme mal eben wieder zu dir. Oh, ich habe diesen Seelenfresser getötet, da kommt schon der nächste. Nicht ernsthaft, oder? Die haben aber scheiße wenig Leben. Warte, ich mach mal eben was Notwendiges. Nämlich. Das müsste doch eigentlich hier. Scheiße, jetzt kommen noch zwei von diesen Viechern. Kann nicht versprechen, dass ich am Leben bleibe. Ja, schade, dann geht's nicht, weil ich mal wollte. Ich wollte eigentlich ein Bett machen, aber dafür brauchen wir irgendwas anderes noch. Oh, jetzt kommen hier drei Seelenfresser. Oh. Muss gleich mal nachgucken, wie man ein Bett macht. Es kommen vier Seelenfresser, Junge, komm mal hier. Ja, bin unterwegs. Ach komm, die Seelenfresser können nix. Die Maxi-Fresser sind fies. Wie bist du eigentlich hier hochgekommen? Mit dem Haken. Ja, warte, dann warte ich einfach auf dich und, Deshalb mag ich die Ivy Whip auch, wenn man drei Versuche hat, wenn man runterfällt. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? So, ich bin am Anfang der Corruption angekommen. Ja, ich töte hier gerade alles. Scheiße, das ist ein Maxi-Fresser. Die können auch nichts, die haben nur mehr Leben. Und machen mehr Schaden und sind größer. Und fieser. Ja, eben, das ist das Problem. Ach, Junge. Ich bin echt zu scheiße inkompetent für dieses. Sie können das. So. Ja, wie soll man das denn schaffen? Ganz einfach. Sag ich. Man das wenigstens hier abbauen. Ja. Doch, kann man. Echt? Also das, was ich meine jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sprechen hier von zwei verschiedenen. Bei den Ebenstone kannst du nicht abbauen. Okay, das war knapp. Ich komme zu dir runter. Hä, wo bist du denn jetzt? Achso, du bist in den anderen. Den dritten. Du kannst nicht einfach runterfallen, weil es sind ganz viele fiese Vorsprünge. Ja. Ich weiß. Nein! Aber da unten, der ist vielversprechend. Bleib da mal drin. Ich hab das, den Sprengstoff. Dann hole ich mir eben hier noch ein bisschen mehr Sprengstoff. Dann muss ich halt einmal ein bisschen was investieren. Moment, das war der hier, ne? Ne, der andere. So, zweimal Sprengstoff. Das muss reichen. Nein! Na 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 na. Ganz vorsichtig hier runterhangeln. Ja. Ne? Ganz vorsichtig. So. Boah, unglaublich scheiße.
Ach, Terraria, Terraria. Verarsch uns doch nicht die ganze Zeit. Somalia, Somalia, wir spielen viel. Zu viel. Ja. Boah, ich sehe ja auch nur noch alle, irgendwie alles nur noch Klötze. Ich glaube, ich muss gleich auch mal echt wieder aufhören. Das ist... Also zu viel Terraria, das ist echt, das ist... unschön. Ja, was Mut, das Mut. Und was nicht Mut, nicht Mut. Da stehe ich dann auf der Straße. Oh, ein Seelenfresser! Da, dann bist du zu so einem Sektenführer. Genau. Okay, dieser undefinierbare Laut. Ach, du hast noch viel dollere, undefinierbare Laute heute von dir gegeben. Bist fast schon ein Barde. Du spielst auf deiner Laute. Oh, ein was? Barde, du spielst auf deiner Laute. Kaum nicht so, jetzt macht mir Angst. So, jetzt ist es Nacht. Irgendwas hat mir gerade wieder mächtig Leben gezockt. Ich weiß nicht. Bäh, bäh. Nee, nee. Du kannst es ja gar nicht. Sa, ha, ha. Aua. Aua. Jetzt kann ich wieder diese Seelenviecher da an. Genau. Oh, Epic Jump. War das gerade. Oh. Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Bist du da unten? Ja. Scheiße, ich bin in den falschen Tunnel reingekommen. Scheiße, hier ist nur ein Riesenwurm. Das wird mein Todesort. Solange es so ein Riesenwurm ist. Ne, ich meine so ein richtig monstermäßig großer. Irgendwie scheinen diese Viecher mehr an dir interessiert zu sein als an mir. Oh. So. Nee, echt, ich hab für heute genug Terraria. Eine Kugel müssen wir noch machen. Dann kriegen wir vielleicht so einen geilen Ballo hört hier. Eine was eine muss Kugel man machen? Müssen wir hier noch kaputt machen. Eine Kugel, von welchen Kugeln sprichst du? Meine Stimme geht mal wieder ja. Gen Bach. Nicht gen Mozart. Boah, scheiße, der Witz ist wieder so, also... Genfersee. Ah. Eigentlich nicht schlecht, aber er kommt von dir. Ne? Nun wollen wir mal nicht beleidigend werden, ne? Da unten ist doch bestimmt auch so ein Ding. Scheiße! Überall war Scheiße. Da kommt der Klickwütige wieder. Oh ja. Was? Kam da zufällig so Leuchtstäbe an? Nee, aber so ein komischer springender Grabstein. Ach so. Hä, ja, jetzt kann ich da nicht hochspringen. Aua. 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 Nein, es reicht nicht. Was? Das Dynamit, ich muss zwei Stangen nehmen. A horrible chill goes down. Eine Muskete, immerhin. Also das ist doch schon mal immerhin etwas. Ja, aber für die muss man Munition kaufen, das ist scheiße.
Komm, du scheiß Auge. Zock mir nicht die ganze Zeit so viel Leben auf. Wow, sind das wieder Zombies hier. Ich hab Wurmzähne. Bäh. Noch ein Auge. Ja. Bah, ich hab verrottetes Fleisch. Oh geil, das sind zwei... Stinkpilz, ne, Ekelpilz. Das sind zwei Sternschuppen. Echt cool, Neut. Ich zeig mal, was die Muskete kann. Geil, schießen kann die. Nee. Haben wir eigentlich schon den als Kugeln hier verkauft? Die Sternschuppen bleiben auch im Inventar, ne? Also selbst wenn man stirbt, ne? Klar. Ja. Wäre auch doof, wenn die nicht. Wenn man ein Bett macht. Oh, da ist noch eine! Wie viele sind denn hier? Da kommt mir gerade auch noch einer an. Sägewerk. Lol, Piano. Ja, ist klar, ist klar. Zengis wurde durch. Eine Kette brauche ich dafür noch. Was soll man sich jetzt da eigentlich drunter vorstellen? Ich Zengis weiß wurde nicht, durch. Dann irgendjemanden... Mein Holz. Danke. So, ich brauche in uns ein Sägewerk, ja. Was wolltest du gerade sagen? Da hat irgendjemand... Wahre Meisterleistung übersetzen geleistet. Ja. Of course. Da ist das Sägewerk. Okay, neues Item. Stellen wir hier hin. Jetzt können wir uns einen Webstuhl machen. Stellen wir... Webstuhl. Dahin. Wir haben noch gar keine Toilette. Gibt's sowas ja, eigentlich? Ja, gibt es, aber bringt nichts. Wollte gerade sagen. So, warte, jetzt machen wir Seide. Wo will die hier einen immer noch einen Lollipop geben? Was bringt einen eigentlich einen... Nee, der hat was an. Hast du den Greis, um den Dungeon schreiten sehen? Oder Dungeon. Wir haben ein Bett. Dungeon. Er scheint Probleme zu haben. Irgendwer hat Probleme. Ja, ich weiß, das ist der Endboss. Ja, Molly, danke. Molly ist dumm. Molly, die heiße Krankenschwester. Spawnpoint Set, juhu. Jetzt kann ich mit meinem Ding jetzt immer hier teleportieren. Oh hier. Ach, Cheater. Das ist kein Cheater, das ist ein Item. Was bringt eigentlich diese kleine Besenkammer? Ich weiß es nicht, aber sie wird irgendwann nochmal nützlich, hoffe ich. Ja, hier kann man die Molly und der Frederik, die können dann da... Aber Frederik war doch schwul. Ja, dann eben Mortel, nicht Mortel mit... der ist in Ordnung. Weil Frederik hat die rosa Vase in seinem Zimmer. Ja, oder die können ja so ein, wenn er vielleicht steht ja auch auf Frauen, vielleicht können die dann so ein Vierer machen. Ja. Ey, können wir mal kurz, so, können wir mal ich kurz meine nur... PvP gehen? Ich will mal kurz gucken, wie viel die Schaden die Kanone macht. Sozial, asozial. Alter, ich weiß nicht. 60. Geil. 60. 21. Schieß ich den Kopf weg. Mit dem Ding könnten wir echt das IF Cthulhu nochmal nächstes Mal probieren irgendwie. Mhm. Weil das dürfte echt ganz gut abgehen. Ich möchte jetzt noch einmal kurz die Zeit stoppen, wie lange man hier runterfliegt. Okay. Das interessiert mich, das ist einfach so eine Sache, die. Das könnte ich auch mal schrecken. Und ich falle nicht. Wieso falle ich nicht? Achso, man müsste auf S drücken. Ja. Ne? Oh, ich weiß gar nicht, ob da unten jetzt Wasser ist, ja oder nein? Nicht. Nein? Bist du dir sicher? Sind wir ganz sicher? Beim nächsten Mal müssen wir noch echt viel Geld sammeln, damit wir an Stoff rankommen. Ja, Stoff, also gut Quality, ne? Ich überlege, ob ich das Silber, das Eisen sollte ich mal schmelzen, also verdingsen. Weil wir müssen uns dann Dynamit kaufen und dann können wir. Boah, man fällt exakt eigentlich eine halbe Minute. Oder 30 Hammer. Sekunden. Geil. Ich kann das Zeug jetzt auch noch nicht verkaufen, weil Luminus braucht ja auch noch was. Das ist jetzt schwierig.
kurz gucken, wie viel man schon aufgenommen. Ja, 1:40 haben wir jetzt. Ja, komm, dann würde ich mal sagen. Ey, ich mach das so. Ich lasse mich jetzt runterfallen und mach dabei die Abmoderation. Das muss ich, also in 30 Sekunden muss ich das geschafft haben. Und ich baue dir einen Block hin, dann musst du okay. Fertig sein. So. Zeit läuft. Jetzt habe ich erstmal die ersten Sekunden vertrödelt. Und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, das war's diesmal wieder mit Terraria. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Uns hat's schon irgendwie Spaß gemacht, auch wenn wir ziemlich viel runtergefallen sind und ziemlich viel Gedärme rausquellen sahen. Ja, schaut weiter die Videos an. Wie lang falle ich wohl noch? Müsst ihr. Also, ich find's ja interessant. 1009. Ende, Zeit. Time over. Nee, ja, das war ich ein bisschen aus dem Konzept. Ich kann ja nochmal fallen. Oh, du sammelst schon. Ja, bleibt weiter hier treu. Lasst vielleicht ein Abo da, lasst vielleicht keins da. Jetzt schnulzt nicht. Schnulzt. Ich muss aufpassen, dass ich drauf ausrutsche. Ich krieg ja schon. Pickel kriegst du ja schon. Ja, und ich meine, wenn ihr dieses Fail hier mögt, dann lasst doch auch mal vielleicht einen Daumen hoch da. Oder wenn halt nicht, dann schreibt, was wir besser machen könnten. Wir können alles besser machen eigentlich. Also können wir nicht, aber... Ich liebe meinen Spiegel, ich liebe ihn. Ich liebe es, in ungeklärtem Abwasser zu schwimmen. Wer das kennt, ist cool. Komm, als... Ach, schön, die Klassiker. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Aufnahme. Einen romantischen Flug jetzt noch. Ja, sehr gut. Ich flieg nochmal mit. Wer sagt das doch hier? Ja, dann auch von mir, tschüss. Also auf wieder bald. Lass das jetzt mal mit diesem Text, diesen Schnulzigen. Auf wieder bald. Und sag einfach, wie, Boah, wie cool, da kam gerade ein Skelett hinter mir hergesprungen, aber richtig cool. Ja, in diesem Sinne, sag ich noch ein paar Mal in diesem Sinne, ne? Ja. Das kommt gut. Boah, 10.000. 927. Hammer geil. Da muss jetzt ziemlich viel Geld unten liegen. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, tschüss.